Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi-Blog. Heute wieder mit Johnny. Hallo. Heute ist sein Filter. Als wir hergefahren sind, habe ich noch dran gedacht, du hast einen Papierfilter. Ja, aber genau. Hast du das letzte Mal nicht gesagt, du wolltest den ausbauen, umbauen, abbauen? Was? Nee, eine Biotonne wollte ich noch dazu. Noch, jetzt habe ich zwei. Biotonne, und da hinten eine Biotonne. Aber du hast gesagt, du kommst bei einem Kilo dann irgendwann an die Grenzen und deine Fische zeigen dir das, dass dann nicht mehr so gut Die fressen. Hören dann das Fressen auf, ja. Und was machst du dann? Futtermenge reduzieren? Ja, drastisch, um die Hälfte. Und dann fressen sie wieder? Ja. Also man muss sagen, Wasserwerte ist natürlich, wir sagen ja immer, wenn man Fische wachsen lassen will, das beste Futter, beste Genetik, sehr gutes Wasser, was natürlich durch die Filterleistung entsteht und Temperatur, auch ganz wichtig, muss man sagen. Aber die Wasserqualität, wir sagen immer, die Koi können das kompensieren und die sind auch wirklich in der Lage, lange, lange Zeit unter schlechten Bedingungen das zu machen. Aber irgendwann reicht es denen. Ja? Kann aber auch manchmal sein, dass es nicht mal so unbedingt an der Wasserqualität liegt, sondern was auch so ein Effekt bei der Aufzucht ist, wir haben ja deine Fische gesehen, die haben eine brutale Körper. Das denke ich halt auch. Ich glaube nicht, dass mich, die ich glaube weniger, dass du die Wasserwerte über schlechte Wasserwerte zur Sättigung oder zum Futterstopp bringst, sondern die sind einfach irgendwann mal das glaube ich, ja. Satt. Ja, also die merken halt auch, jetzt sind wir so dermaßen adipositiv, jetzt machen wir mal eine Pause. Ja. Freund hat mir gerade erzählt, er war in Thailand im Urlaub. Das ist so geil, das Essen dort. Er hat 10 Kilo abgenommen. Wahrscheinlich hat er sich am ersten Tag einen Bandwurm eingefangen oder irgend sowas. Ja, also du hast Papierfilteranlage. Ja. Timmele, komm mit. Geht gerne rein. Und wir waren ja erst letzt bei einer Papierfilteranlage mit dem Ergebnis, ein Phosphatwert fern von Gut und Böse, weil viel zu wenig Wasserwechsel gemacht wurde und der pH-Wert relativ niedrig Me too. Für die Jahreszeit. Und jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir nachher messen, wie es da aussieht. So. Übrigens, Johnny ist bestens informiert über die Koi-Szene. Was musstest du jetzt? Das ist die Genesis 750er Maschine, gell? Ja, Schwerkraft. Ja. Super. Und musstest du irgendwas austauschen, machen, tun? Ja, das Getrieberad. Gut, das muss man alle 100.000 Kilometer, glaube ich, tauschen, gell? Ja, einmal im Jahr, sag ich mal. Einmal im Jahr musst du tauschen? Ja. Okay. Und wenn du ein Kilo fütterst, wie viel Rollenpapier? Eine in 2 Wochen, 3 Wochen? 3. Alle 3 Wochen? Das ist das aber geht. Auch nicht so dramatisch. Ist in Ordnung. Ist wirklich in Ordnung. Du hast aber dann relativ wenig Algenfluss, nehme ich mal an. Ja, fast gar nichts. Ja. Und hier hast du deine UV-Lampe, wie viel Watt hast du da reingedüngt? 150 einmal. 150 einmal. Und da drüben nochmal 90, aber die ist momentan defekt. Und die baue ich auch um. Ja, aber wieso hast du hier nochmal eine gebaut und hast nicht hier eine zweite reingemacht? Hier hätte ich ja noch einen zweiten Reaktor reinmachen können. Weil der Skimmer geht direkt da drauf und dann in die Biotonne. Der hat mit dem Filter gar nichts zu tun. Da wollte ich da auch nochmal einen drauf. Genau, und da wollte ich auch, aber das hat sich dann rausgestellt, dass es nicht so geil war und dann habe ich die UV wieder ausgemacht, zwecks Biologie. Also man kann hier nur sagen, eine solide Filteranlage. Wie groß ist dein Teich? 20 Kubik? Ja, so knapp 25. Und Bodenablauf? 3 Stück, 3, ja. Und Skimmer ein? Ja. Das ist ein bisschen hydraulisch überdimensioniert. Ja, der Filter ist gepumpt. Die Pumpe saugt direkt am Skimmer an. Ich check's gerade nicht. Das war ja gerade Schwerkraft. Der Papierfilter ist Schwerkraft. Der Schwerkraft, die 3 Bodenabläufe gehen direkt auf den Filter. Okay. Und der Skimmer ist gepumpt und wird von der zweiten Pumpe angezogen und geht direkt in eine Biotonne. Okay. Und wie hoch ist deine Gesamtumweltleistung im Sommer, wenn du Vollgas fährst? Bestimmt 1,5 Mal pro Stunde. 1,5? Ja, 1,5. Okay. Super. Ja, dann wählst du 30.000 Liter um, dann passen auch die 3 Bodenabläufe. Weil das ist immer das Problem, wenn man zu viel Bodenabläufe für die Wassermenge hat. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, pro Bodenablauf nur 5.000 Liter zum Fließen bringe, dann kommt der Schmutz nicht mehr im Filter an, sondern dann brauchst du wirklich irgendwann gar kein Papier mehr. Das ist im Sommerkristall, klar. Weil das alles in den Rohrleitungen sedimentiert. Wenn du morgen deinen Teich neu bauen würdest, du würdest wieder mit Genesis machen, nehme ich mal an. Ja, ja. Und was würdest du für einen Filter diesmal anschließen? Auch wieder ein Papierfilter, aber ich würde dieses Mal ein Hybridsystem nehmen und als Vorfilter, wenn der mal ausfällt, einen Bürstenfilter. Also Bürste und dann Papier? Nee, zuerst ja, Bürste und dann Papier. Also einfach fürs Finishing am Stück. Ja, oder von mir aus auch Bürste und Trommelfilter, aber nie, also nicht nur Bürstenfilter, das würde ich nie machen. Also ich sag mal,
der Erfolg gibt dir recht. Ja, das sieht jetzt nicht so schlecht aus, was du hier fabriziert hast. Kann man anschauen, die Körper sind geil, die Farben sind geil, das Wasser sieht geil aus. Aber wir haben ja bei Papierfilter immer wieder in den Blogs, wie ich es eingangs schon gesagt habe, entdeckt oder festgestellt, dass die Leute zu wenig Wasserwechsel machen, weil der optische Anreiz oder die optische Ausstrahlung des Wassers ist so gut, dass die Leute gar nicht auf die Idee kommen, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Das ist übrigens was, da müssen sie widerstehen. Das, was sie sehen, hat nichts mit dem zu tun, ob so die Fische taugt. Du sagst, du machst im Sommer 20% Wasserwechsel. Aber im Winter so gut wie gar nicht. Johnny arbeitet mit Calciumcarbonat, dass er immer wieder was reinwirft. Würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Ich würde lieber ein bisschen Wasserwechsel machen, weil das Calciumcarbonat entsprechend, was sie für ein Wasser haben, kann sein, dass ihr Wasser dann mal 2 Wochen trüb ist. Ja, aber das... Wie viel haust du rein auf einmal? 500 Gramm. 500 Gramm? Das ist ja nicht viel. Doch, das ist viel. Echt? Okay. Also das muss... Echt? Weißt du, was ich glaube? Durch das, dass der Papierfilter so langsam läuft, ja, kriegst du ein relativ... dicke, also im Winter jetzt langsam läuft, kriegst du einen relativ dicken Schmutzkuchen. Dass der da viel rausholt. Auch Code Cake genannt. Ah. Und diesen Schmutzkuchen, der wird so fein, dass du das rausfiltern kannst. Wenn du jetzt aber einen Trommelfilter hast, der bei weitem nicht so fein filtert, ist tatsächlich so. Ein Bürstenfilter oder sonst irgendwas. Also ich habe schon geschafft, auch im Sommer, dass ich zu viel von dem Zeug reintan habe. Und nur mit dem Bürstenfilter kann es dir dann passieren, dass du wirklich eine Woche lang trübes Wasser hast. Ja gut, aber... Du jetzt nicht. Den Fischen passiert ja nichts. Den Fischen passiert nichts, aber das Wasser ist halt drüben. Ja, halt auch nicht schön. Gibt Schlimmeres. Mal stumpf. Wenn das einzige Problem ist, oder? Mal stumpf meine Argumente rausgeschlagen. Ne, also ich bin echt begeistert. Pumpenleistung hast du zu viel reduziert im Winter? Die Oase Titanium läuft auf 40. Ach, das hast du jetzt schön gesagt. Zeig das nochmal. Du guckst manchmal noch Blogs an, gell? Du weißt, wie das geht. Und die Oase Expert, die läuft auf 20. Und was für eine UV-Lampe hast du angeschlossen? Welches Typ, welcher Fabrikat? Irgendwas mit G. Genesis. Aus Baden. Ja. Nee, das ist eine Evo Blue Light, 150 Watt. Super. Ja, passt schon. Bin zufrieden. Würdest du am Teich was anders machen, wenn du es nochmal... Flachwasserzone, würdest du wieder so groß machen? Ja, würde ich wieder so groß machen. Das sind die im Sommer echt oft. Das lieben die, gell? Ja. Wie tief ist der denn? 1,50? Oder? 1,50, ja. Ja, ich würde ihn vielleicht minimal größer machen, so auf 30 Kubik. 30K hat auch noch keiner gesagt. Ich finde das eigentlich schlimm, Leute, die nur noch bei Geld nur noch von K und T sprechen. Ja. Hey, schönes Auto. Ja. Neudeutsch. 90K. Nee, es wird so günstig. Ich war nur Polo, alles gut. Ja, ist das da draußen dein Polo? Das ist mein Polo, genau. Ja. Ich habe auch mit dem Polo angefangen, bis der Schallknüppel abbrochen ist. Das ist echt so. Und da ist nur noch so ein Metallding da rausgeguckt aus dem Unterboden. Das habe ich dann, man wusste ja ungefähr, wo die Gänge sind. Also, jetzt gucken wir uns dein Wasser an, da bin ich jetzt gespannt. Gerne, ja. Ciao.